Ja, hallo zur US-Vorbörse. Ganz, ganz großer Tag an der Wall Street heute am Abend. Nach Handelsende werden gleich vier Schwergewichte ihre Bücher öffnen und die Q1-Zahlen bekannt geben. Aber bevor wir da auf die Einzelheiten eingehen, gehen wir natürlich nach Frankfurt. Heute hat sich die EZB wieder zu Wort gemeldet, Viola Grebe. Und ja, im Hintergrund sehen wir schon, der DAX, er zieht nach oben. Werden wir jetzt noch während der Schalte vielleicht ein neues Rekordhoch sogar sehen? Ja, ich würde mal sagen, das gucken wir uns auf jeden Fall ganz genau an, Martin. Fakt ist, wir sind heute im frühen Handel eher so ein bisschen rumgedümpelt, denn tatsächlich haben wir ja gestern auf bahnbrechendes Neues aus den USA gewartet. Die größte, dollste Steuerreform in den USA aller Zeiten. Das war ja angekündigt worden und das hat den Markt dann natürlich ein bisschen enttäuscht, was dann kam. Da war einfach schon sehr viel hauptsächlich Bekanntes dabei. Also heute hat der DAX sich erstmal ein Verschnaufpäuschen gegönnt, dann haben wir eben gewartet, was Mario Draghi dann noch so für Pfeile im Köcher hat. Und mittlerweile, ja, man bleibt eigentlich auf Kurs. Also ein Kurswechsel von Seiten der EZB ist nicht in Sicht. Man belässt auch den Leitzins historisch niedrig und du hast es gerade ja völlig richtig gesagt. Man sieht das direkt hinter meiner Schulter. Beim DAX geht es jetzt ein bisschen aufwärts. Ich schiele mal. Wir sind noch minimal im Minus. Also, wir waren jetzt heute auch noch nie knietief im Minus, aber das könnte direkt noch was werden. Ob es jetzt direkt noch in unserer Schalte passiert, ja, das siehst du vermutlich besser als ich, weil ich habe ja hinten keine Augen. Aber die Stimmung den ganzen Tag schon jetzt nicht wirklich schlecht, aber wir haben eben auf die EZB gewartet. Und du hast ja gesagt, in den USA gibt es jede Menge Zahlen, auch bei uns, auch im DAX gab es jede Menge Bilanzen. Die kamen allerdings sehr unterschiedlich an. Ist ja auch immer eine Frage der Erwartungshaltung. Und damit vielen Dank nach Frankfurt. Vielleicht klappt es ja dann morgen mit dem neuen Hoch. Damit kommen wir zurück. Und ich habe es gerade schon gesagt, schauen wir uns jetzt mal den Dow an. Also, jetzt sind wir wirklich wieder auf Rekordkurs. Und Viola Grebe hat es gerade schon erwähnt gehabt. Ja, es war viel angekündigt worden. Jetzt so diese Steuerpläne von Donald Trump. Oh, so richtig toll ist es dann doch nicht. Es ist natürlich positiv zu sehen, dass er auf jeden Fall mal die Steuern senken will, die Unternehmenssteuer auf 15%. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es ist noch nicht so richtig nachvollziehbar, wie das Ganze funktionieren und finanziert werden soll. Und nebulös heißt es aus dem Regierungslager, ja, durch Wachstum. Aber es wäre natürlich schöner, wenn da ein konkreter Finanzierungsplan dagegen stünde. Denn ansonsten fliegen den Amerikanern ganz einfach ihre Schulden um die Ohren. Aber sei es drum, wir warten da ab. Der amerikanische Präsident lässt sich ja ohnehin nicht beirren, ist der Meinung, das tollste Ding aller Zeiten hier noch im Köcher zu haben. Und wir lassen uns überraschen und geben da noch nicht auf und werfen da auch die Flinte noch nicht ins Korn. Auf jeden Fall, die Anleger machen das ja auch nicht. Also heute vielleicht dann mit dem Schub von diesen Schwergewichten. Amazon, Microsoft, Alphabet und Intel werden heute nachbörslich ihre Geschäftszahlen melden. Dazu noch GoPro, ein kleiner Nebenwert, den es ja ordentlich zerlegt hat in den letzten Monaten, und Baidu, die Suchmaschine, die ja, was soll man sagen, der Google-Klon aus China, der ebenfalls noch seine Bücher öffnet. Die haben sich natürlich mittlerweile alles schon deutlich weiterentwickelt. Also es ist keine reine Suchmaschine mehr. Da geht es jetzt auch schon sehr viel um künstliche Intelligenz und selbstfahrende Autos. Aber auch das macht ja mittlerweile Alphabet bzw. Google. Also passt schon alles. Sehr spannend und wir sind natürlich für Sie da also zeitnah auf jeden Fall mit dabei. Twitter gestern. Also, da wartet man Monate auf endlich mal gute Zahlen. Dann gibt es auch diese guten Zahlen, nämlich dass Twitter tatsächlich bei den monatlich aktiven Nutzern um über 9 Millionen zulegen konnte. Erwartet worden waren 2,5 Millionen. Aus meiner Sicht ist es genau der Teil, den die Börse gefordert hatte. Wachstum bei den Nutzern. Denn mit den Nutzern kommen die Werbedollars. Jetzt hat aber Twitter nicht nur deutlich mehr Nutzer gemeldet, sondern auch rückläufige Werbeerlöse, was dann einige Medien dazu veranlasst hat, gleich doch wieder auf den Titel einzuprügeln. Gerade am späteren Abend kamen da einige sehr unschöne Artikel rum, die gesagt haben, also jetzt Twitter hat eigentlich nur gezeigt, dass sie völlig irrelevant werden für die Werbeindustrie. Und ich glaube, wer hier zu früh den Deckel über dem Unternehmen zuklappt, der macht es auch tatsächlich zu früh und der freut sich vielleicht auch zu früh. Denn ich glaube tatsächlich, dass hier vielleicht so eine kleine Trendwende eingeleitet werden könnte. Denn sie kriegen 9 Millionen neue Kunden nicht einfach so ran, indem sie alles so machen, wie es bisher immer gewesen ist, sondern hier scheint tatsächlich die Umstrukturierung, die Jack Dorsey in den vergangenen Monaten vorgenommen hat, erste Früchte zu tragen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn
Twitter diesen Kurs weiter fortgehen kann, also weiter beschreiten kann, dann werden die Umsätze von alleine auch wieder steigen und am Ende werden es natürlich wieder alle gewusst haben. Also gehört auf jeden Fall jetzt mit auf die Watchlist, sollten Sie vielleicht nur nebenbei legen. Ein paar Mutige können jetzt sagen, okay, pass auf, das habe ich im Kreuz, da gehe ich einfach unter das letzte Tief Long rein und wenn ich ausgestoppt werde, naja, dann bin ich halt mit 8% Minus aus der Position rausgeflogen. Für langfristige Investoren natürlich noch viel, viel zu früh. Da muss man mindestens noch das eine oder andere Quartal abwarten, um hier klarer zu sehen. iRobot. Ja, eine Empfehlung vom Aktionär. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie gewesen ist, aber ist schon ein wenig her. 80% im Plus seit der letzten Empfehlung. Und gestern alleine ging das hier satt nach oben. Zeitweise waren es, denke ich, 20%. Was ist passiert? iRobot hat Zahlen gemeldet, 52 Cent Gewinn je Aktie und damit doppelt so viel, wie erwartet worden war, bei einem Umsatz, der mit 168 Millionen US-Dollar ebenfalls auf über den Erwartungen der Analysten lag. Was macht iRobot? iRobot macht diese kleinen Saugroboter, die dann durchs Haus wuseln und selbstständig den ganzen Dreck zusammenkehren. Natürlich eine tolle Geschichte, riesen Wachstumsraten dabei. Und weil iRobot das nicht mehr nur im amerikanischen Markt macht, sondern ja auch in Deutschland doch einen ganz guten Namen hat und jetzt auch nach Asien verstärkt vorgeht, ist das Wachstum, wie gesagt, hoch. Guter Ausblick, den gab es darüber hinaus noch für die Anleger und das hat den Kurs nach oben gekurbelt. Muss man jetzt noch einsteigen? Ist eine schwierige Frage. Ich würde so ein bisschen meine Abkühlung abwarten, dass wir vielleicht zumindest mal wieder hier so die Hälfte oder 60% von diesem Kursanstieg wieder rausnehmen, damit das alles ein bisschen ruhiger wird und wird dann auf jeden Fall mal eine Position eingehen. Denn Robotics, das zeigt auch das aktuelle Titelthema im Aktionär, das ist auf jeden Fall ein Megamarkt für die Zukunft. Amazon, jetzt kommen wir zu dem, die heute Abend Zahlen melden werden. Amazon, erwartet wird ein Umsatzplus von 20% auf einem Niveau, das dann 35 Milliarden US-Dollar betragen wird bei einem Gewinn 1,13. Vergessen Sie den Gewinn, darum geht es ja gar nicht so sehr, denn es geht bei Amazon ja vor allen Dingen um die Cloud. Die Cloud macht mittlerweile rund 10% des Gesamtgeschäfts aus und wächst deutlich schneller, nämlich mit rund 55% in den letzten 3 Jahren. Das ist doppelt so schnell oder mehr als doppelt so schnell wie das Kerngeschäft. Also schaut alles natürlich, was macht AWS, also was macht Amazons Cloud. Die hat zuletzt 45%, zwischen 40 und 45% Marktanteil in der Public Cloud letztendlich gehalten. Und jetzt wird es sehr spannend zu sehen, ob dieser Marktanteil verteidigt werden konnte, ob die operativen Gewinne weiterhin so hoch sind, wie sie es zuletzt waren, was natürlich Amazon mit Prime macht, da soll es ja so um die 66, 70 Millionen Mitglieder mittlerweile geben und die ganzen neuen Produkte, die von Amazon auf den Markt kommen, unter anderem diese freihändige Selfie-Kamera, die gestern vorgestellt wurde, der nächste Schuss vor dem Bug der Konkurrenten. Also ganz viele tolle Sachen, die es heute Abend zu erleben gibt und natürlich Amazon darf sich da keinen großen Aussetzer leisten, denn Sie sehen, der Kurs seit Jahresanfang um 20% gestiegen, seit Monatsanfang tatsächlich so um knapp 6%. Also da muss man jetzt schon aufpassen. Wenn es da nicht ganz passt, dann könnte die Aktie schon mal doch eine etwas deutlichere Korrektur anstimmen. Nichtsdestotrotz langfristig wären das natürlich super Kaufgelegenheiten, weil sie sind ja hier praktisch überhaupt nicht reingekommen in den Wert. Das wäre dann mal so eine Gelegenheit. Also weiß man gar nicht, was soll man jetzt eigentlich heute Abend sich wünschen, aber irgendwie bin ich doch Bulle by Nature und deshalb sollen sie ruhig tolle Zahlen melden. Alphabet genau das gleiche, beim Umsatz 20% wird drauf gerechnet, bei 24 Milliarden und einen Gewinn von 7,40 $. Das gleiche Spiel wie bei Amazon, es geht letztendlich auch um die Google Cloud. Der wird deutliches Potenzial von Seiten der Analysten nachgesagt und vielleicht könnte Google hier tatsächlich sogar dem Konkurrenten ein paar Marktanteile stehlen und das würde den Kurs sicherlich ordentlich nach oben treiben können. Außerdem wünsche ich mir Details zum selbstfahrenden Auto und natürlich künstlicher Intelligenz und auch Google Home. Also Sie sehen, ich bin heute Abend auf jeden Fall beschäftigt. Microsoft, gleiches Spiel, nicht ganz so hohe Wachstumsraten, 7% beim Umsatz wird hier erwartet, ein Plus von 7%, 23,6 Milliarden und natürlich auch das Cloud-Geschäft Azure, das ja in den vergangenen Monaten auch dazu geführt hatte, diese Dynamik, die den Kurs so nach oben getrieben hat. Und jetzt schauen Sie, Microsoft, wenn das heute Abend klappt, dann könnte hier tatsächlich der Knoten platzen über das Dezemberhoch, also deutlicher platzen, ist ja schon eigentlich drüber gelaufen und dann könnten wir uns langsam in Richtung der 70-Euro-Marke
Vorarbeiten. Jetzt bin ich tatsächlich am Ende meines Vortrags. Ich hoffe natürlich, dass Sie heute Abend genauso viel Spaß haben werden wie wir mit den Quartalszahlen. Wir sind auf jeden Fall für Sie zeitnah mit dabei. Das heißt, Sie können entweder über die App schauen, ob es da was Neues gibt, oder aber Sie schauen letztendlich dann auf Twitter. Nichtsdestotrotz, wer heute Abend dann schon im Bett ist, der kann sich das morgen natürlich an gleicher Stelle hier nochmal zu Gemüte führen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag. Bis dahin. Tschüss.